Das war die Ursache, eine popelige Grippe. Nicht komplett ausgeheilt. Sowas kommt häufiger vor, als man denkt. Und jetzt? Hat sich der Infekt verlagert und das Herz angegriffen. Leider. Sie dürfen das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Hörst du? Ja, schon klar. Jetzt lass doch mal deine blöden Sachen liegen und hör zu, es geht um dein Herz. Darf er weiter Sport treiben? Auf keinen Fall. Nicht bevor der Infekt vollständig ausgeheilt ist. Und dann? Muss man abwarten. Zum Glück scheint der Herzbeutel nicht betroffen. Grünes Licht kann ich aber erst nach den Untersuchungen geben. Dennoch, Herr Mann, Sie müssen Ihr Leben trotzdem umstellen. Na und, was sagt der Arzt? Danke. Myokarditis. Was für ein Ding? Herzmuskelentzündung. Oh, das klingt nicht so lustig. Ja, das ist es auch nicht. Na und was mit Christians neuem Job und dem Boxen? Erstmal Feierabend. Zumindest bis die Entzündung weg ist, aber danach bleibt ein Restrisiko. Es kann sogar sein, dass Christian nie wieder seine Boxhandschuhe anziehen darf. Mann, und das ausgerechnet Christian. Sein Sport ist alles für ihn. Jetzt heißt es plötzlich 8-9 aus, das war's. Such dir was Neues. Boxen ist nicht mehr. Reagiert. Der Arme, der ist doch bestimmt total fertig. Von wegen, das ist ja das Komische. Ich habe gedacht, er klappt zusammen, aber stattdessen ist er total ruhig geblieben, so nach Motto. Gibt Schlimmeres. Okay, das ist echt strange. Aber meinst du, er tut vielleicht nur so? Ich habe keine Ahnung. Christian? Steckst du? Wow, also. Wenn Herzpatienten immer so aussehen. Was dann? Für mich? Mit ganz viel Liebe gemixt. Oh. Ist schon praktisch, wenn man einen Freund hat mit der Kneipe direkt unter der Wohnung. Kneipe? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ey, wir sprechen hier von der angesagten Szene-Lounge in Düsseldorf. Oh, 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 oh. Das muss mir für einen Moment entgangen sein. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt erst Zeit habe, aber unten war die Hölle los. Kein Problem. Noch komme ich ganz gut ohne dich klar. Wie geht's dir? Bestens. Ich fühle mich wie neu geboren. Kein bisschen schlapp. Ich könnte Bäume ausreißen. Wirklich. Okay, dann wollen wir das doch gleich mal testen. Was ist das denn? Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe ein bisschen trainiert. Ein bisschen? Das ist klatschnass. Na und? Es hat mir Spaß gemacht. Solange es mir Spaß macht, kann es auch nicht schlecht sein. Hallo, hast du eigentlich gehört, was der Arzt gesagt hat über plötzlichen Herztod? Willst du einfach umkippen und das war's dann? So ein Quatsch. Ich boxe schon ewig, ich weiß, was gut für mich ist. Bitte, wenn du so gut Bescheid weißt, mach nur weiter so. Weißt du eigentlich, was die von mir verlangen? Die wollen, dass ich alles aufgebe, was mir wichtig ist. Mein Studium, das Boxen, meine Zukunft. Christian, du bist ein freier Mensch. Keiner zwingt dich, dein Leben zu ändern. Ja, du machst es dir leicht. Du plapperst einfach nur nach, was die Ärzte sagen. Ja, weil die verdammt noch mal mehr Ahnung haben als ich. Klar. Ich mach einfach das, was alle sagen. Und wie es mir dabei geht, das schert dich einen Dreck. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du zur Abwechslung mal an mich denken.
Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die Herzmuskelentzündung ist gar nicht so schlimm. Ach, du kannst sie gerne haben, ich brauch sie nicht. Wenn die einmal ausgeheilt ist, dann kannst du im Prinzip genauso leben wie vorher. Prima. Sonst noch was? Da kann ich zur Abwechslung mal so tun, als wäre ich kein Todeskandidat. Was soll ich damit? Umdenken. Wie bitte? Christian, wach auf. Dein Traum vom Leistungssportler, der ist erstmal vorbei. Sieh zu, dass du dir eine neue Perspektive suchst. Wie sieht die denn aus? Ach, keine Ahnung. Es wird ja wohl noch andere Studienschwerpunkte geben. Schau dir das doch wenigstens mal an. Rehabilitationssport? Nein, danke. Christian, ich weiß, dein Sport ist alles für dich, aber du musst zumindest die Möglichkeiten in Betracht ziehen, dass du im schlimmsten Fall nicht mehr so leistungsfähig sein wirst wie früher. Komisch. Judith hat gerade genau das Gegenteil behauptet. Wem soll ich denn jetzt glauben? Wenn nicht zurückbleibt, umso besser. Aber jetzt musst du dich auf den Worst Case vorbereiten. Olli, auch wenn ich mich wiederhole, ich brauche einen Freund, der zu mir hält und keinen, der noch Salz in die Wunde streut. Du willst also, dass ich so tue, als wäre alles in Ordnung? Tut mir leid, Christian, das kann ich nicht. Weißt du auch warum? Weil ich dich liebe.